So, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zu Pharma Dynasty mit meiner Wenigkeit. Halli, halli, hallo, hallöchen. Und ja, es geht definitiv wieder weiter, auch wenn gestern leider eine Folge ausfallen musste. Sorry, hab's zeitlich nicht geschafft. Und danke wieder für eure Kommentare, hat mir wieder sehr geholfen. Und es gab auch wieder ein neues Update. Unter anderem haben wir jetzt diesen wundervollen Old Pickup hier. Den hatten wir vorher nicht. Damit könnten wir jetzt auch Baumaterialien etc. pp. Transportieren, aber auch, und das ist nämlich das Gute, wir können damit überall hinfahren und verkürzen uns damit sehr viel Zeit. Und das machen wir dann nämlich auch gleich mal. Denn wir brauchen unter anderem hier für dieses Feld noch Saatgut, denn wie ich ja nun gelernt habe, am 31. September geht dieses Spiel hier, beziehungsweise die Season in Anführungsstrichen, ja zu Ende. Und das heißt, wir müssen jetzt definitiv noch auf dieses Feld hier etwas rausbringen und dann auch noch vor dem Winter. Ansehen und nochmal Gewächshäuser auffüllen etc. pp. Aber ich merke schon, das Fahrzeug ist auf Wiese eher jetzt nicht so schnell unterwegs. Sollten wir lieber auf den Straßen hier bleiben. Weil da kommt es dann auch auf seine Höchstgeschwindigkeit an. Ansonsten gibt es da noch neue Fahrzeuge. Diese Patchnotes sind leider alle irgendwie in Englisch. Irgendwie gibt es auch noch jetzt ein Angel-Update, dass man irgendwie angeln kann. Etc. pp. Habe ich aber alles noch nicht so ganz verstanden. Also ebenfalls nicht so 100%ig, sagen wir es mal hier so. So, jetzt sind wir erstmal kurz wieder hier. Mausempfindlichkeit habe ich auch etwas runtergenommen, danke. Auch dafür, gut, Controller-Einstellung. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das damit irgendwas zu tun hat, aber ja gut, man lernt ja auch nie aus. Und zwar wollte ich mal auf das andere Feld Soja draufhauen. Da kann man ja maximal Soja, ich weiß nicht, ich glaube 500 Kilo sollten da ja circa ausreichen für 300. Ansonsten Gras brauchen wir nicht, Lumpine brauchen wir in dem Falle jetzt auch nicht. Aber Zucchini, ja, die gehen ja mit am schnellsten, hieß es. Und dann nehmen wir auch einfach mal 200 Zucchini-Stücken mit rein, dass wir dann auch da ein bisschen was machen. Ja gut, das Rückwärtspiepen hätte jetzt bei den Dingen nicht sein müssen. So schlimme, beziehungsweise so groß ist die Maschine jetzt auch nicht, dass man da andere warnen muss, dass man nach hinten nicht sieht. Und dann geht es aber erstmal einmal wieder hier zurück und ansonsten würde ich sagen, ansehen, Dings fertig machen, vielleicht noch die ein oder andere Mission, die hier in der Nähe ist. Schauen wir einfach mal. Wir werden natürlich vorher mit dem Pickup dahin fahren, achso, und den Weizen vor allen Dingen dorthin schaffen. Das Auto hat leider nicht so, hat leider jetzt nicht so wirklich eine Anhängerkupplung oder irgendwie sowas in der Art, jedenfalls nicht, dass ich das auf die Schnelle hier sehe, dass man jetzt so sagen könnte, ja okay, komm hinten ans Auto den Dings dran, den Kipper und los geht die Luzi, das sind wir natürlich dreimal schneller, ist klar, aber das ist ja leider in dem Fall, ich meine, ich kann das hier gerne mal probieren, zum Beispiel mit denen, aber ich zweifle dran, dass das möglich ist. Ne, ist natürlich nicht möglich. Schade, schade, Limonade. Aber so ist es. Dann müssen wir Arbe einmal hier rein. Und dann hier runter. Und dann will ich das Feld unbedingt noch fertig machen. Ich meine, das Gewächshaus haben wir ja in dem Sinne schon mal komplettisiert beim letzten Mal. Jetzt muss ich nur noch hier andersrum. Jetzt muss ich ja nur noch, zack, die Saatmaschine hier einmal ausleeren und Soja mit reinfüllen. So, Saatmaschine leeren und Soja befüllen.
Ja, ich will den aber auch nicht pflügen. Also ich wüsste gerade gar nicht, mal kurz gucken, geht das immer noch so? Naja, ich sehe durch diese Partikel da leider nicht so allzu viel. Aber es geht scheinbar immer noch so, okay. Wurde also noch nicht gewichst, aber es ist kein Problem. Nutzen wir die Situation in dem Fall einfach mal aus. Und sehen da einfach mal mit Höchstgeschwindigkeit an. Immer noch trotzdem relativ schwierig zu sehen. Also das muss man. Man sieht es zwar dann so, okay, da passiert was. Gerade durch diese ganzen Partikeleffekte, die da hinten rausknallen, sieht man es ja nur umso deutlicher. Aber es ist trotzdem immer noch relativ, ich nenne es mal schwierig. Das Ganze so, ja, gucken wir mal hier so rum, dass wir hier keine Lücken lassen. Dann bin ich ja mal gespannt. Das Feld ist ja nun in dem Sinne nicht besät. Eigentlich war ja auch in der letzten Season meine Idee hier auch nochmal Raps drauf zu hauen, um halt einfach zu gucken, wie die Ertragsschwankungen sind. Jetzt ist es dafür zu spät. Aber ich habe allerdings gesehen, dass Soja um die 800 € pro Tonne bringt. Und allgemein ist das Soja dann eher so, dass weniger Erträge rauskommen. Dafür ist es halt ein bisschen mehr wert. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Die Zucchinis, wie gesagt, sollen halt, wenn ich das jetzt richtig von Wolfi verstanden habe, am kürzesten brauchen. Und liegen ja in der Anschaffung bei 2 € pro Stück. Kürbis bei 3, Tomaten bei 5. Und deswegen wird das, denke ich mal, ein bisschen weniger wie Kürbisse bringen. Dafür aber halt schneller wachsen und deswegen das Ganze dann vielleicht wieder ausgleichen. Whatever. Schauen wir halt einfach mal. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Aber erstmal müssen wir jetzt hier noch das Ganze ansehen. Ich meine, wir haben schon zu 40% gesät. In unserer Saatmaschine sind auch leider Gottes. Ja, da sind noch 240 Kilo drin. Aber unser Traktor vom Schlipp der Sprit, ne? Der Sprit, der wird dann langsam, aber sicher etwas weniger. Da müssen wir halt dann unbedingt noch drauf achten, nicht, dass wir hier irgendwie leer laufen. Wir können uns zwar retten lassen, kostet uns ja aber auch wieder Kohlen. Und das muss ja auch nicht unbedingt sein, sinnlos Kohlen auszugeben. Da sind wir schon mal über der Hälfte. Und da kommen wir dann, wenn der ganze Spaß im April wieder losgeht. Wir sind ja nun, na gut, wir sind jetzt in der ersten Ding sind wir ja im August gestartet. Nicht im April. Ich glaube, im April ist das noch lange nicht fertig. Ich kann mir nicht vor, also was wird im April geerntet? Gar nichts, oder? Ist ja alles noch im Wachstum. Ich glaube, das geht am frühestens im Juni, Juli los. Aber allerfrühestens. Von daher können wir da mal gespannt sein. Aber dass man da natürlich Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März komplett überspringt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die Jahreszeiten haben sie auch mit drin. Für Gewächshäuser oder so, keine Ahnung. Oder was weiß ich, was man da hätte noch machen können. Aber okay, ist jetzt nicht das Problem. Uiuiuiui. Mal so ein Winter im Dings, ich meine klar, LS Seasons Mod, bla bla bla, hat man auch Winter, ist ja alles schön und gut, aber so hätte mich das hier vielleicht auch mal ein bisschen gereizt. Wir hätten zwar die Tage dann relativ schnell, also dass man dann hätte sagen können, okay, man überspringt einen Monat, nicht nur eine Woche beispielsweise, dass das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht, aber yeah. Wird die Auffahrt langsam ziemlich eng. 36%. Ja, machen wir hier vorne dann einmal die kleine Lücke noch dicht. Wir haben jetzt hier 84% angesät.
Und da müssen wir dann trotz allen Dingern nochmal drüber. Das Spiel warnt noch die ganze Zeit, dass es nicht gepflügt ist, aber das ist ja auch so gewollt, liebes Spiel. Das hat alles seine Richtigkeit. So. Dann den Stuss hier vorne nochmal zumachen. Und dann noch hier die letzten 8% ansehen. Und dann ist sich das aber auch wirklich gerade so ausgegangen. Was halt einfach noch ein Fehler ist, beispielsweise, dass der da, wo halt angesät ist, halt einfach nochmal sät. Das sollte natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache sein. So. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt hier rüberfahre, ist ja trotzdem für den so frei nach dem Motto, alles klar, der sät an. Ey, 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 sagte. Ich glaube, wir bleiben eher auf dem Feld, weil wir machen das da drüben auch wieder kaputt, wenn wir drüber fahren. So. Haben wir noch 31 Kilo drin. Wir entleeren das Ganze aber jetzt sicherheitshalber erstmal. Jawohl. So, dann wäre das schon mal fertig angesät. Stellen das Ganze hier ab. Hab mal wieder ein Gerüst in der Hand. Warum auch nicht, ja moin. Und dann gehen wir hier gleich noch ins Gewächshaus. Moin. Sinn. Ja, Zucchini hätte ich gerne. Das Zeug, was nach nichts schmeckt. Also ultra gesund sein soll. Bäh. So. Dann platzieren wir den ganzen Spaß noch hier hin. So. Dann hätten wir Tomaten, ein paar Kürbisse und Zucchini. Also alles einsmal quer durch die Bank. Kann man definitiv auch machen. Unsere Felder sind angesät und dementsprechend für den Render ready. Jetzt lasst mich mal schauen. Wir haben hier zum Beispiel ein Ausrufezeichen. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, bewegt sich die Feldmissionen oder die Arbeitsmissionen eher in den Bereich, ja gut, kann man machen, muss man nicht, beziehungsweise es ist halt sehr viel Flugarbeit oder Flugarbeit, whatever, wie man das ausdrückt. Ich setze mal hier einen Stern hin. Wir fahren erstmal mit dem Pickup dorthin, um halt nachzufragen, was sie von uns wollen. Es bringt halt aber an sich auch Kohle, das muss man halt auch sehen. Aber jetzt so in unserem aktuellen Zustand, beziehungsweise mit der Größe des Flugs, finde ich das jetzt auch nicht so dermaßen pralle, muss ich ja auch gestehen. Also das Auto hat definitiv seine Probleme. Auf unebenem Terrain. Aber wir schaffen es. So, jetzt soll hier irgendjemand rumwuseln, der unsere Hilfe möchte oder braucht oder whatever. Ja, anscheinend, ja. Wir quatschen einfach mal mit denen. So, Mahlzeit. Kann ich helfen, mein Lieber? Ich bin noch ein Anfänger. Können Sie mir etwas über Feldarbeit erzählen? Klar, was müssen Sie wissen? Eigentlich gar nicht. Muss ich ganz ehrlich stehen. Danke, wir sehen uns. Hast du mich gerufen? Hallo. Haben Sie ein paar landwirtschaftliche Tipps für mich? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Diese Politiker, was denken die sich? Alles klar. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Nein, im Moment nicht. Alles klar. Das ist alles. Danke. Ich merke gerade, die Sprachausgabe ist ja jenseits von gut und böse laut. Aber hier ist doch so ein bescheidenes Ausrufezeichen.
Was soll das sein? Soll das dies sein? Ne. Das Ausrufezeichen ist hier. In der Hütte. Ich meine, ich sehe es ja, dass man hier was reparieren kann, aber ist es denn gewollt? Sagen wir es mal so. Also ich kann es reparieren, es ist halt nur... Ist die Dame des Hauses? Alles klar, anscheinend nicht da. Also ich kann es reparieren, es ist nur die Frage, kriegen wir was dafür? Das ist jetzt natürlich so die Frage. Ich meine, ich kann das jetzt auch umsonst machen. Aber vielleicht kriegt man ja irgendwas dafür. Schauen wir mal. Wir machen es jetzt einfach mal. Vielleicht lohnt es sich ja, vielleicht auch nicht. Also außen passt schon mal alles. Hier auch. Hier auch. Und hier auch. Habe ich immer noch das Symbol? Nö, jetzt habe ich das Symbol zum Beispiel nicht mehr. Aber irgendwas ist da am See. Deswegen fahren wir mal zum See. Also bekommen haben wir jetzt dadurch nichts. Herzlichen Dank. Wo ist denn hier der See? Ach da. Hä, waren wir da nicht gerade? Ach, die Angel oder was? Kann ich helfen, mein Lieber? Ich bin noch ein Anfänger. Können Sie mir etwas über Feldarbeit erzählen? Ja, was... Was müssen Sie wissen? Ja, abgesehen davon, dass ich gerade wie Jesus über dem Wasser stehe, Wie bestelle ich Felder? Als erstes wird das Feld gepflügt, dann wird es kultiviert. Das bereitet den Boden für das Getreide vor. Es kann auch ohne Pflügen oder Kultivieren angesät werden, aber das wird nicht viel Ertrag bringen. Interessant. Aber meine Freunde, wir sind erstmal fertig für den Part. Wir sehen uns im nächsten wieder. Däumle da lassen, nicht vergessen. Und bis dann, oder renne. Tschüss.